Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und yo, ich nehme immer NCS-Musik. Wenn ihr Heavy-Metal-Musik hören wollt in meinen Videos, dann seid ihr hier nicht richtig im Kanal. Aber ich kann euch sicherlich ein paar tolle Kanäle nennen. Da könnt ihr dann hinswitchen und Heavy-Metal-Musik hören. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge, habe ich glaube ich schon gesagt, ne? Ich habe mal wieder etwas hinterfragt, ihr seht es ja schon im Titel, ob es doch eine Regelung braucht irgendwo in so einem Clan. 97 neue Nachrichten schon wieder. Okay, wir sind voll. Ich meine, wir haben in den letzten 2-3 Tagen auch Leute hier leider wieder gehen lassen müssen, wegen Nicht-Angriffspakt gegenüber des Gegners. Und wir sehen, dass wenn so ein Clan erstmal voll ist, hier dann doch auch ein bisschen mehr los ist. Aber hier ist jetzt im Moment ein Kommen und Gehen. Ich weiß gar nicht, ob der Clan jetzt immer noch offen ist. Nur auf Einladung. Okay, jetzt ist er nur noch auf Einladung. Ich meine, wir sind jetzt voll. Wir wollen mal gucken, dass wir die Leute jetzt mitnehmen. Aber letztes Mal haben jetzt in 2 Kriegen wieder, ich glaube, 6 Leute entlassen müssen. Ich meine, wir machen das immer ganz nett, ja. Also wir machen das immer mit der Prämisse, wenn du wieder aktiver bist, kannst du wieder anfragen. Ja, also nicht einfach so mit dem Standardtext, das mache ich auch nicht. Aber braucht es in den Clankriegen irgendeine Regelung? Ich will jetzt nicht den letzten Clankrieg ansprechen. Beginne einen Krieg. Wieso sehe ich hier den letzten Clankrieg nicht mehr? Kann mir das jemand sagen? War irgendwie eine Wartung oder sowas? Ne, war eigentlich gar nicht. Wieso sehe ich denn den letzten Clankrieg nicht? Ach so, weil vielleicht ein Tag dazwischen lag, ne? Wir haben den letzten Clankrieg verloren, das ist nicht schlimm. Ja, man, das jetzt nachdem wir uns, wir wollen uns nicht nach 2 Siegen daran gewöhnen, dass wir nur noch siegen. Also der Gegner war sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und wir haben keine richtige Strategie schon, aber wie gehen wir eigentlich vor? Also gibt es eine Regelung? Ich habe mal gelesen, dass es beim Clan Free-to-Play so eine Art Regelung gibt, aber ich gehe trotzdem mal rein. Ich zeige auch mal Gegnerangriffe, dass es da so eine Regelung gibt. So der erste Angriff innerhalb der ersten 12 Stunden und zwar möglichst auf den Gegenüber. Das halte ich immer für sehr, sehr schwierig, weil der Gegenüber kann mal, gerade bei den normalen Clankriegen, kann der Gegenüber mal so richtig mismatchig sein und gar nicht passen. Also ich würde eher sagen, dass man dort, ja, wie soll man sagen, so vorgeht. Also man muss das Ganze auch überwachen. Ja, ich meine, es muss dann jemand geben, der muss dann gucken, hat auch hier wirklich jeder innerhalb der ersten 12 Stunden angegriffen. Und vor allen Dingen muss man dann auch noch eine andere Regelung haben. Was ist, wenn er es nicht getan hat? Werden wir ihn sofort kicken? Werden wir ihn verwarnen? Was macht man dann? Und auch das muss man dann ja irgendwo machen und auch nachhalten und auch, ich sag mal, so pflegen. Da müsste es 1, 2, 3 Leute geben, die das wirklich irgendwo nachhalten in Tabellen, so nach dem Motto, ja, hat angegriffen, innerhalb der ersten 12 Stunden, hat danach gefragt und so weiter und so fort. Ihr wisst schon, also ich finde diese Regelung gegenüber in Ordnung. Man kann sich so ein bisschen in der Range ja orientieren, ja. Es muss ja nicht so gehen wie hier mit unserem Volk Letter, der immer 3 Rathausstufen bald runtergeht oder 2 Rathausstufen, nur weil er so ein absolut nicht so toller 14er ist und seine Base ja immer von Elbern gedreiert wird, weil es ja halt nicht in Ausbau ist und irgendwo sie die Taktiken überhaupt nicht passen. Da kann man ja nicht immer von ausgehen und machen ja dann ihre Angriffe, aber wie gesagt, hier läuft dann gerade so abends, wenn der Clankrieg noch so 1, 2 Stunden ist, dann muss ich sagen, ist meine Erwartungshaltung, ist unten alles gedreiert. Ja, wie auch immer, ist mir dann letztendlich auch scheißegal. So, damit wir uns nur noch, sage ich mal, so um die Mitte und nach oben hin orientieren können. Aber dass plötzlich von 20 Bases unten die 16 immer noch auf ist, 2 Stunden vor Clankriegsende und dann jemand auch noch schreibt, ja, ich dachte, das machen die Unteren, hat er ja auch gar nicht mal so Unrecht. Ja, hat er ja auch gar nicht mal so Unrecht, dort zu sagen, ja, das machen die Unteren, habe ich gedacht, aber wenn die Unteren schon gar nicht mehr angreifen, dann muss es ja irgendwann mal jemand machen.
Ja, so muss man es ja ganz nüchtern betrachten sehen. Also wie seht ihr das mit so einer Regelung? Ist das, also ich finde, wenn man Regeln aufstellt, dann muss man die Regeln auch A, beachten und B, muss man sie auch nachhalten. Weil anders geht's nicht. Und man muss sie dann auch rügen, die Regeln. Also wenn sie nicht eingehalten werden, dann muss irgendwas passieren, dass die Regeln wieder eingehalten werden. Ich meine, und wenn du dann immer einen hast, der die Regeln halt nicht einhält, dann hast du sowieso Pech. Dann hast du irgendeinen Quertreiber, den musst du dann sowieso rausschmeißen. Also ich habe das hier im letzten Clankrieg oder auch schon davor in dem Clankrieg gesehen, dass halt viele mit ihren Angriffen ganz lange warten, bis der unter den angegriffen hat. Und dann kennst du den Status ja nicht. Da muss man dann auch A, vermutlich die Leute ein bisschen näher kennen. Und B, muss man dann auch mal in die Bases gucken haben. Waren die Leute überhaupt schon mal online? Sind die Minen und Sammler abgeholt? Und so weiter. Hat vielleicht jemand einen Held im Aufbau und hat sich versehentlich auf grün gestellt? Ja, kann ja sein. Und all so eine Sachen zählen ja mit dazu. Also du müsstest schon so eine kleine, hätte ich fast gesagt, Clan-Polizei haben, die das alles immer so schön pflegt und immer rügt, so nach dem Motto, du, das darfst du aber nicht nochmal machen. Und das finde ich schon. Also ich finde das sehr, sehr schwer. Und ich weiß nicht, wie andere Clans das regeln. Auch diese 12-Stunden-Regel im Clan Free-to-Play, die gibt es eigentlich nicht wirklich. Die steht ja nirgendwo. Ja, das ist einfach nur mal so, weil sich jemand mal ausgedacht hat, weil es in der Regel passt. Passt ja auch, kann man ja auch eigentlich machen. Ich sag mal so, den ersten Angriff jetzt nicht gerade, so wie ich das auch gerne mache, 3 Stunden vor Schluss. Aber ich meine, ich bin auch ein Rathaus 14, der sich immer in der Range orientiert oder auch nach unten natürlich dippen kann. Nach oben hit-uppen kann ich, brauche ich nicht. Also kann ich, sag ich mal, auch ganz getrost ruhig ein bisschen länger warten und abwarten, was denn meine Mitspieler aus dem Rathaus 13 und 12 Bereich machen und kann dann dementsprechend agieren, sage ich jetzt mal. So kann natürlich jeder 14er hantieren, ist aber auch keine gute Regelung. Ich kann auch sagen, ich mache erstmal einen Angriff in meiner Range und mit den zweiten, da gucke ich mal, wo wir was rausziehen können. Oder man bestimmt halt Leute, die halt ziemlich lange warten. Ich kann ja auch sagen, du pass mal auf, Max hier ist ein toller Angreifer. Max, es wäre schön, wenn du bis zu 3 Stunden vor Schluss warten könntest, damit du wirklich da die Sterne holst, wo es uns wehtut im Moment, wo wir die Bases nicht gedreiert kriegen oder halt die anderen das nicht geschafft haben etc. Und wir dringend die Sterne brauchen. Kann man auch machen. Ich weiß nicht, wie gesagt, das ist ganz, ganz schwer fühlbar, was so Regelungen angeht. Und die Leute fragen ja auch, ne, wie, was gibt's hier für eine Regelung? Ich sehe das auch beim kleinen Free-to-Play, wie greift ihr denn an? Und gibt's da eine Regel? Erster Angriff, zweiter Angriff und so weiter. Klar, man kann natürlich bei jedem Angriff fragen, welche Base soll ich machen? Dann gibt's auch in der Regel eine Antwort. Beim zweiten Angriff sage ich, da muss man auch selber mal ein bisschen nachdenken und mal sehen, wo kann ich jetzt noch was holen. Und dann kann man kurz mal sagen, ich würde jetzt die 18 machen, ist das in Ordnung? Und wenn dann 2 Minuten lang nichts kommt oder einer hat einen Einwand, dann kann man das ja machen. Aber ich denke eher, ja, das ist auch, okay, ich zeige den ruhig mal, ist eine ganz, ganz komische Taktik. Okay, oh, er hat die Taktik mal genommen. Also mal nicht mit 21 Riesen, sondern mit 31 Valkyren, okay. 31 Valkyren, alles klar. Kann man machen. Aber es ist für ihn Dip, ne? Er ist ein 14er, ne? Ihr seht das ja, ne? Ich meine, das ist in Ordnung. Ich habe diesmal keinen einzigen 13er geschafft. Und ich sehe noch ein bisschen besser aus, sage ich mal, von den Helden und von den Helden, nicht? Die hat er auch alle auf Max, auch von, ich habe die Bats auch auf Max. Und aber sonst ist mir das auch nicht gelungen. Habe ich auch mal einen scheiß Tag gehabt gestern und habe auch keinen 13er gepackt. Bases waren gut, der Gegner war gut, habt ihr ja gesehen. Mit Masse mit Drachen angegriffen ist Drachen die neue Meta. Das könnte ich jetzt morgen in meinem Video hinterfragen, denn ich habe diese Armee mal gebaut, die der Gegner gestern ganz, 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 ganz häufig benutzt hat. Und würde das Ganze mal testen, ob das wirklich so stark ist, dass man da eigentlich immer 2 Sterne mitholt, Minimum. Und wenn man richtig gut ist, holt man sogar 3. Ja, das hinterfrage ich. Also ich habe die Armee schon fertig und ich habe es halt ein bisschen vorbereitet für die Videos hier.
Da bin ich mal sehr gespannt. Aber wir starten jetzt heute Abend. Ich habe gestern den Clankrieg abgebrochen. Wir waren nur 15. Ja, eigentlich waren wir 18 Leute. Und ich habe gesagt, pass mal auf, wir machen den Clan wieder auf. Das war ein Vorschlag von Max übrigens. Wir machen den wieder auf, dann kommen Leute. Und von den 10, die jetzt noch dazugekommen sind, oder 12, da bleiben vielleicht 2. Das wäre ja super. Ja, dass man irgendwann wieder wirklich so eine Art feste Stammtruppe hat oder Gruppe hat. Und der Rest geht dann entweder freiwillig oder man lässt ihn dann netterweise gehen. Also kickt ihn. Und so, glaube ich, kann man den Clan hier ganz gut wieder aufbauen. Wir waren gestern das erste Mal wieder seit langem, seit sehr langer Zeit, 10 Leute online gestern Abend. Also so in dieser High-Phase, wo es darum ging, dass wir hier die Sterne holen etc. Und von daher war das schon eine tolle Sache. Und ich habe dann auch so einen Kommentar gesehen dort. Mensch, der Clan lebt ja wieder richtig gut. Ja, freut mich eigentlich auch. Und nicht nur eigentlich, sondern es freut mich natürlich, dass die Leute hier bleiben. Ganz klar, jeder freut sich über jeden Einzelnen, der bleibt. Das ist in jedem Spiel einfach so. Und von daher bin ich eigentlich ganz zufrieden, was da hinten der Kampfholzwerfer da gerade zu suchen hatte. Das weiß ich jetzt nicht so wirklich, aber scheint ja auch eine Taktik zu sein. Déjà-vu. Okay. Naja. Lass ich mal so da stehen jetzt. Ja, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Ja, man ist da froh um jeden, der da kommt. Und von daher wusste ich jetzt nicht, wo ich eigentlich bin und habe den Faden verloren. Nein, ich habe den Faden nicht verloren. Also man ist froh um jeden, der ja bleibt. Und so haben wir den Clan jetzt quasi in ein paar Stunden wieder voll gemacht. Starten jetzt heute Abend ein 20er Minimum, vielleicht sogar ein 25er, um dann wahrscheinlich wieder auszusieben. Das wissen wir halt noch nicht. Aber so kann man es natürlich machen. Weil ganz, ganz viele hier von denen, die hier jetzt reingekommen sind, und ihr seht, hier gab es ein Kommen und Gehen. Hier gibt es noch nicht mal mehr was von gestern Abend. Dort waren natürlich einige dabei, die einfach nur hier so eine Art Request und Leave machen. Also die fordern einfach nur, wenn die Clanburg voll ist, hauen die wieder ab. Und ist auch in Ordnung, steht natürlich jetzt nicht bei uns so an der Haustür dran, dass wir so ein Rec und Leave Clan sind. Aber wie gesagt, wenn jetzt von 10 Leuten oder von 12, die dazugekommen sind, einer oder zwei bleiben, ist das toll. Dann hat man so ein bisschen sein Ziel auch erreicht, dass man wieder eine gute Stammtruppe hat. Das würde ich mir beim Clan Free-to-Play auch wünschen. Vielleicht machen wir die Hütte einfach auch auf, aber Clan Free-to-Play ist halt Clan Free-to-Play. Ja, das muss man auch sehen. Dort legen wir natürlich nochmal auf was ganz anderes Wert, auch wenn wir das auch nicht überprüfen können. Das ist genau wie eine Regelung, die du nicht überprüfst. Du hast eine Regelung und überprüfst sie nicht. Genauso kann man nicht im Clan Free-to-Play überprüfen, ob jemand nicht doch mal einen Cent investiert hat oder nicht. Aber wie gesagt, das ist nicht schlimm, dass wir hier verloren haben. Der Gegner war wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen. Und wir haben es halt etwas versäumt. Sie haben hier ja auch 14er gedreiert. Das ist dann schon ziemlich harte Miete. Aber Tyson hat lange standgehalten, aber irgendwann auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mit dem Avatar verteidigt habe. Aber ich glaube, es war zweimal. Avatar ist Nummer 7. Dreimal, ne? Also beim dritten Mal lag die Base erst. Und aber der Gegner war halt, was die Taktiken anging, wirklich, wirklich gut. Und wir haben es halt so ein bisschen versäumt. Ich meine, oben haben wir auch einen Dreier gemacht, aber bis hier unten hätten wir das auch machen müssen hier. Und das ist uns leider nicht gelungen. Ihr seht hier 92%, Thorsten 88%, ihr habt kein 13er Down gekriegt. Sex Pistol, das sind dann schon wieder die 14er, Thorsten 87, also auch sehr, sehr, sehr knappe Sachen. Aber Hätte, Fahrradschlauch. Okay, ich habe es ein bisschen vorbereitet, hatte ich ja gesagt. Mache ich aber heute Abend erst. Und dann würde ich sagen, dass ihr noch einen schönen Donnerstag habt. Morgen ist dann ja schon wieder Freitag und Wochenende. Müssen wir mal sehen, was ich da alle so festhalte für euch. An Events hier gibt es, glaube ich, nichts wirklich Neues. Achso, da steht noch auf Deutsch, hier Rising Star im Englischen. Sind die, glaube ich, noch weiter hinten. Da sind die noch auf dem Weltfrauentag, glaube ich, in den News. Und dann sehen wir uns in jedem Fall wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich sage ja immer, schreibt mir keine Kommentare, wie bei euch die Regelungen so sind. Aber wenn man, wie gesagt, eine Regelung findet und hat, dann muss man sie auch tracken. Also dann muss man sie auch überprüfen und auch ahnden. Mal sehen, wie wir das hier weiter handeln. Ich habe im Moment noch keinen Plan.
Aber das wäre. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Danke fürs Zuschauen. Ich verbleibe heute mal ganz, ganz kurz und knapp. Euer Toto. Tschüss.